Und hallihallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Kier Dark Lineage. So, dann wollen wir mal diesen YouTube-Kommentar vorlesen. Lieber Jeremy, ich habe keine Ahnung, ob das ein weiblicher oder ein männlicher Vorname ist, tut mir leid. Schreibt nämlich, ich habe ja letztens keine Ahnung mehr gehabt, wohin soll. Kann mich selbst nicht mehr erinnern, weiß aber, du musst beim Luftteil da, wo du in anderen Welten musst, aufs erste gehen und dann gibt's eine Abzweigung zu der Rune. Gut. Ich interpretiere das jetzt mal, dass wir hier hin müssen. Dass wir jetzt dann da hier irgendwo zu der Rune kommen, aber ganz im Ernst, das sieht mir irgendwie falsch aus. Nochmal. Luftteil, wo wir aufs erste gehen, da gibt es eine Abzweigung zur Rune. Und vor allem hier wird mir ja angezeigt, dass wir hin müssen. Das ist das Geilste. Aber okay. Also, ich schaue jetzt nochmal hier, wo wir hier hingeführt werden. Und sonst, ja, werde ich... Das ist diese scheiß Stadt und da müssen wir sowieso wieder nicht hin. Okay, ab. Was? Das ist doch alles scheiße. Okay, also wieder zurück nach Native City und jetzt machen wir einfach das, was mir hier gesagt wurde. Und dann werden wir schon sehen, was mir das jetzt bringt, so. Wähle diesen Zielort. Du kannst mir mal kreuzweise diesen Zielort. Ist echt schlimm, wenn man so wenig Durchblick hat. Nee. Das kann doch irgendwie nur falsch sein, aber okay. Was? Halt irgendwie. Ja. Das ist schlimm. Ich habe echt null Ahnung mehr jetzt, wo ich hin muss. Und das, obwohl ich bei diesem Spiel schon mal bedeutend weiter war. Luftaußenposten. Haha. Bringt mir das jetzt wirklich weiter? Luftaußenposten, das ist dann der hier. Und da dann weiter. Na gut. Schauen wir mal hier. Ja, hier geht's dann zu diesem Luft aus dem Boston. Vielleicht ist es ja dahin gemeint. Ich hab ehrlich gesagt... Wobei, wenn ihr jetzt alle 2 Sekunden sagt, ich hab keine Ahnung, dann werdet ihr sicherlich berechtigterweise sagen, ey, der Typ ist doch senil und sagt den ganzen Tag den gleichen Blödsinn. Und ihr habt dann noch vollkommen recht. Das ist ja das Schlimme daran. Ich weiß gerade selbst, bin ich denn jemals hier weiter, nachdem ich es geöffnet habe? Ich persönlich glaube, ja. Bin mir damit allerdings nicht ganz sicher, aber... nee, das... Luftposten, das ist Gebiet des Jägers. Luftposten... Nee, nee, da bin ich schon richtig. Das ist jetzt Luftposten, ja. Okay. Kommt jetzt ordentlich Wind. Boah, der Blick ist total daneben. Ja, jetzt sind wir hier beim Luftposten. Guck an, da ist eine Rune. Jawoll. Wenn ich jetzt nur... Aber hier ist schon einmal definitiv ein Platz da. Vergessene Insel, ein anderes Portal, das wir schon haben. Ist das dann wahrscheinlich das hier? Aber da sind wir ja wieder bei diesem... Ja, endgeil. Jetzt sind wir erst wieder hier. Ja, dann wird das wohl nicht das Richtige sein. Und das hier ist dann,
So. Was sind wir dann hier? Bin ja komplett falsch. Ja, es ist echt, das ist hier das erste Portal hier davor. Und dann müssen wir rein und dann gibt es hier zur Rune. Da gibt es eine Abzweigung zur Rune, ja. Gut. Wenn es hier eine Abzweigung gibt, dann gibt es hier eine Abzweigung. Wir dürfen doch eigentlich eh schon jeden Wolfen erledigt haben. Ja, ja, ja. Toll, geil. Shoot! So. Hier wird das erste Mal am Wolfen erledigt. Funktioniert das? Funktioniert das? Das war aber gefährlich. Und vor allem war es übelst knapp. Tja, da ist dieser Wolf im Arsch. So. Oho! Oho! Was? Der schießt noch auf mich? Nee, jetzt. So, und jetzt bitte voll nicht runter. Ah! Jetzt müssen wir den Kollegen, wenn wir da das nächste Mal vorbeikommen, wieder erledigen. Warum nur? Das ist wieder mal super zäh laufen. Okay. Regenerieren. Und jetzt geht's nochmal hier weiter. Ach, geht's hier bei den... Hallo? Kann es sein, dass es da bei diesen Gebrüdern Fallobst... bei denen weitergeht? Kann es sein? So, jetzt sind wir hier in der Mitte. Und was steht hier? Energieüberwachungstralalü. Geht's tatsächlich hier weiter zur Rune? Könnte natürlich sein. Sieh mal ein Schalter. Und sieh mal der... Sieh mal ein Schalter. Sieh mal ein Wolfen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Paff, Wolfen erledigt. So. Ah, den haben wir aber exorziert. Soweit, so gut. So. Man kann natürlich sein, dass wir jetzt wieder komplett falsch laufen, aber... Oh, das war aber der Große und haben wir trotzdem erledigt. Ist das jetzt so das Geschwindigkeitsding? Ah, da brauchen wir erst die Frucht. Erst, Alter. Gibt's mal noch eine Beschreibung vorher. Aber zumindest bekommen wir heute viele Nudis. So, und mit hohem Tempo arbeiten wir jetzt das Vieh hier rauf. Das hat's gut, da springen wir nichts drauf rum. Es braucht sich da ohnehin bequemen. Wird trotzdem getreten. Ah! Jetzt reicht's. Frucht her, sonst gibt's Tote. War ja schon knapp dran.
Ne? Ja, ja, das reicht, das reicht. Oh, wunderbar, wunderbar. Jetzt steht das Ding schon still, ne? Und ich tue mir dabei immer noch weh. So, aber... Ah, es geht weiter nach oben. Hä? Zum Luftbostengebläse. Wohin? Ach nee. Ja, nee, ist klar. Okay. Das bringt uns alles jetzt auch nicht weiter. Mann, oh, irgendwie ist das alles nicht sehr hilfreich. Deswegen weigere ich mich derzeit auch gerade ein bisschen hier weiter zu spielen. So schlimm planlos bin ich, werden wir aber eine Komplettlösung mal suchen und schauen, wie es hier weitergeht. Ja, ja, komm, brauchen wir die Luftdinger. Gebläse. Und in die Richtung weiter? Beim Wachraum? Ich meine, schaut der Büsserle da noch aus, als könnte es hier durchaus weitergehen. So schaut's da halt schon aus. Oh. Hä? Cool, cool, cool. Grafik alles, ja. Nein, dann noch runtergefallen. Also nochmal von vorne. Wollen wir mal hier schauen. Gehen wir mal da weiter. Schon wieder das doofe Vieh hier. Und hier natürlich auch. Okay. Genau, da war ja dann der Alarm hier. Springt man hier runter? Verbotene Zone, werden erschossen. Ja, Sir. So. Jetzt kannst du mal zeigen, wie gut du mit deinem Magic Boomy umgehen kannst. Ist hier offen. Gehen wir denn den Wolfen mir. Alter, Kamera an, auch gegen mich hält es aber. Und halt den Lauf. Komme ich hier auch nicht zwingend weiter? Ach, das war aber knapp wieder. Ja, zu dem komme ich nicht rauf. Ups. Na, Moment. Da wollen wir aufs Dach rauf. Was geht hier mit den Goldnudis? Aua, Goldnudis. Dann hätten wir, glaube ich, da drin irgendwie einen ausschalten können, so. Ah. Ja, cool. Und wenn ich da jetzt eine gehe, bringt mir das auch nicht wirklich weiter. Schau mal noch auf der Karte, wo ich glaube, hier habe ich. Oder in die Richtung weiter. Hier. Ah. Geil. Haha. Das war mal so richtig voll professionell gelöst. Muss man dann eigentlich nur diese Viecher hier
Genau. Und dann kann man nämlich so über das Ding drüber springen. Ja, und jetzt sind wir hier wieder angekommen. Von hier geht's auch wieder nur zurück. Und wo wollen wir hin? Na? Ja, da irgendwie wollen wir hin. Wie ich da raufkomme, weiß ich auch noch nicht. Na gut, also... Ich bin jetzt einmal hier in dem Level und ich vermute, dass du dieses Level auch gemeint hast, wo ich hin soll. Ja? Lieber Jeremy. Jean-Marie Schraube Schweiger. Also, bitte, wenn du sagst, ich bin jetzt im richtigen Level, dann ist das eigentlich schon ganz toll und dann würde ich vielleicht hier auch weiterkommen. Auf jeden Fall, ich versuch's trotzdem derweil noch ohne Komplettlösung. Vielleicht schaffe es auch nur mit eurer Hilfe. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Teil, wenn ich wieder ein bisschen mehr Durchblick habe. Und ja. Sonst muss dann am Ende doch leider die Komplettlösung herhalten. Und bis dahin. Tschüss, Leute, und bis zum nächsten Mal.